Damit hat es auf sich, wegen diesem Code, den wir gekriegt haben. Aber wir können einen Effektstecker bauen. Wir haben noch genug gekriegt letztes Mal. Jo, haben wir den Münzpresser mal gemacht. Kriege ich mehr Münzen raus. Brauchen wir momentan nicht, wir haben ja so viel. Aber was genau ist das hier? 3 von rechts, 7 von links? Oder war das genau umgekehrt? Ne, 2. von links, 3. Ganz rechts, 7. Ja, gut, okay, mir fehlen aber 2 Zahlen. Das hier müsste 3 sein und das andere hier ist 7. Was bringt mir, als wenn ich jetzt die ganze Zeit rumraten würde hier. Ist ja Quark. Noch jemand, der in die obere Tasche möchte? Hm? Und da haben wir zumindest was gemeinsam. Erstmal müssen wir die Tür aufkriegen. Ja, ich verstehe schon. Aber, naja. Okay. Gut, dann müssen wir den Code noch rausfinden. Schade. Ich kann aber noch rechts lang. Und dir was in Erfahrung gebracht? Nee, okay, die werden mich da automatisch noch ranquatschen. Dann gehen wir weiter. Ich möchte aber gerne auch mal die Eierattacke mal richtig richtig haben. Also einmal, dass es wirklich der komplette Schaden rausgeballert wird. Detektiv Plebel unterwegs. Hier ist die Musik wirklich anders, sage ich doch. Bin wieder mal ganz kurz ruhig. Mach einmal auch lauter für euch. Okay. So, das können wir öfter so machen. Es gibt echt sehr schöne Musik in dem Spiel. Man muss auch mal ein bisschen einmal richtig raufhören, ne? Habe ich ja letztes Mal in dem einen Gebiet, wo man Teamwork kennengelernt hat, auch. Jetzt muss ich aber erstmal rausfinden, wo man die anderen kriegt, weil ich habe keine Lust, da jetzt rumzuraten. Oh, wir können aber mal gucken. Ich kann schon wieder einen Effektstecker herstellen. Warte mal, kann ich jetzt neue herstellen? Nee, noch 3 muss ich machen. Boah, ich bin mal gespannt. Irgendwo gibt es hundertprozentig einen XP-Stecker. Wenn es schon Münzstecker gibt, gibt es auch XP-Stecker. Ofen. Güldstiefel. Ja, reintürisch gesehen sind die Güldstiefel eigentlich schon besser. Weil wir verlieren nicht viel, aber kriegen viel Verteidigung dazu, ne? Dieses bisschen Bart, was ich ja verliere. Ich werde es einfach mal 2-mal kaufen, ja. Lohnt sich einfach mehr. Auf Mario. Da gibt's. Ja gut, die Vollgasstiefel hatte ich vorher auch noch an. Die haben auch keinen Effekt gehabt, ne? Ist egal. So, haben wir noch einen neuen Hammer? Nee. Hosen haben wir, eine Brüderhose haben wir auch. Den Rest haben wir alles. Brauchen wir nichts. Items brauche ich auch nichts. Haben wir, glaube ich, noch genug. Sonst gibt es hier nichts. Kann man hier hinterspringen? Ist hier gar nichts zu kaufen? Okay, wo geht's jetzt weiter? Kann man sich hier hinsetzen eigentlich? Schade, das geht nicht. Das fehlt mir so ein bisschen. Das wäre cool. Kann man sich mal nirgendwo hinsetzen, ne? Nee. Im mittleren Inneren des Gebäudes steht oben links. Na gut, ich wollte eh noch zum Dingens gehen. Aber wo kann man denn noch hin? Habe ich irgendwas übersehen da oben? Das habe ich bestimmt übersehen. Ja, ich habe dich so umbenannt, wie du halt hier auf Twitch heißt, damit man weiß, wer wer ist. Mehr gibt's nicht, ne? Okay. Was hat er gesagt? Was hat er als letztes? Okay. Raten wäre jetzt auch komisch. Marci, moin. Badabababam. Willst du das jetzt aus Spaß ausprobieren? Weil da steht eine 3, hier steht eine 7. Wir machen den Leadspeak. 1, 3, 3, 7. So, funktioniert das?
Schade. Das wäre witzig gewesen. Aber leider nicht. Der Track ist schon ein bisschen catchy, ja. Schade. Warte mal, die wir reden? Dann kann ich behilflich sein. Möchten die obere Tasche ausholen? Ja. Ich sehe da gerade einen unsichtbaren Block. Wir glauben ja nicht, wie aussieht unsere Sicherheitsmaßnahmen sind. Unsere Tore sind zum Beispiel gesichert durch Codes, die wir nur in Form von Rätseln teilen. Und unsere Codes sehr sicher, denn, ne? Hä? Ich möchte mal einen sehen. Na gut, Sie können damit eh nicht viel anfangen. Okay, doch, ich verstehe schon. Das ist aber cool. Der Code-Knacker. Zack. Vor allem war es auch gut, da ist ein unsichtbarer Block, den ich sehen kann. Das heißt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht mache ich das trotzdem einfach mal als Bild, damit ich nicht immer hier hinrennen muss. Ich denke mal, es geht um die Blüten obendrauf da, also eine 4. Man könnte natürlich jetzt die letzte dann ganz easy ausprobieren, bis es klappt. Aber eigentlich würde ich... Ich glaube nicht, dass ich jetzt ausprobieren muss, oder? Oder da redet auch noch einer. Puh, hat jemand zufällig ein seltsames Zelt herumfliegen sehen? Einen, der recht kryptisch und rätselhaft wirkt und ja ganz bestimmt kein Code enthält. Hm, kann ich mir doch denken, dass jemand was über den Zelt weiß. Na, vielleicht habe ich ihn auch auf dem Tisch im Kommunikationsraum vergessen. Den Tisch? Da habe ich nichts blinken sehen. Das ist der Kommunikationsraum, aber auf den Tisch. Weil er blinkt das ja auf. Also kann man das doch anklicken. Aber vielleicht geht es jetzt erst. Aha. Ja, jetzt geht erst hier was. Sehr auffällig. Das plus das? Was soll das denn links denn großartig sein? Von oben oder was? Eine 3 oder was? Dann würde die eine 3 ja schon stimmen. 1, 3, 7 habe ich aus Spaß eingegeben. Heißt 4, 3, 3, 7? Naja. Ich guck mal nach. Schau mal, ob's klappt. Und du hast recht, ja. Der Track ist catchy. Du, moin! Badabadabam. Ich mag ihn. Hier. Die 3 steht da schon, weil ich ein bisschen nur Spaß rumprobiert hatte. Falsch. There's something wrong. Okay, gucken wir uns das nochmal genauer an. Das hier sieht für mich halt aus wie eine... Weiß jetzt, wenn es da um die Strohhalme geht. Oder das da links, ist das einfach auch ein Glas von oben oder so? Was wäre denn der 3? Dann liege ich ja richtig. War das andere vielleicht falsch? Ach, bin ich blind? Das sind ja 5. Wie komme ich denn auf 4? Da steht ja 5. Das sind noch 5 Blätter. Bin ich doof? Immer noch falsch. Aber ich habe den Rest doch richtig gemacht, oder? Ein Guide machen. Ne, zweite von links eine 3. Ganz rechts 7. Das muss schon mal richtig sein. Dann verstehe ich. Also hier die 5 würde ich sagen, passt. Weil was soll man da sonst zählen? Den Tisch und so. Quatsch. Aber was genau ist hiermit gemeint? Ich kann mir leider einfach bei dem ersten... Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Das ist das Problem. Klar, ich könnte jetzt jede Zahl ausprobieren. Auch irgendwie ein bisschen langweilig, finde ich. Aber ich wüsste halt sonst echt nicht was. Wenn es denn wirklich so ist. Muss ich so machen. Ich verstehe es danach. Was geht? Nix. Nix geht. 8. Nix sagen. Noch nix sagen, Chat, bitte. 8 war richtig. 5, 2, 8, 7. Hä, aber... Nichts sagen, bitte. Bitte nichts in den Chat sagen, ja?
Ich weiß halt wirklich nicht, was die mir hier zeigen wollen. Rechts ein Glas mit Strohhalm drinne. Links ein Glas von oben oder so. Nochmal, auch kein, weiß nicht, was. Sag, wenn ich darf. Ja, ich will verstehen, was man hier zählen soll. Auch wenn ich das Plus mitzählen würde, als Striche oder sonstiges, würde ich nicht auf 8 kommen. Ich verstehe halt einfach nicht genau, wie sie hier auf 8 kommen. Was genau soll man. Also da muss ich wirklich sagen, da weiß ich gerade echt nicht, was man hier zählen soll. Was genau gemeint ist. Wahrscheinlich erkenne ich die Bilder einfach nicht das, was sie sein sollen. Ich erkenne sie bestimmt total falsch. Links könnte auch ein Safe sein. Statt der Lösung Hinweise. Also ihr meint, ihr macht es mir ein bisschen einfacher, um darauf zu kommen. Ich meine, 8 war jetzt die Lösung, hat man ja gerade gesehen. Also für mich sieht das rechts aus wie ein Glas und das links sieht aus wie ein Safe. Oder ja, eine Kamera auch nicht. Ein Safe einfach. Ich kann mir leider irgendwie einfach unter der Zeichnung zu wenig vorstellen gerade. Ich erkenne es nicht gut. Kannst ja versuchen, Chip. Schau auf beide Formen. Ja, eins ist rund, eins ist viereckig. Aber rund hat. Sonst werde ich die Ecken zählen oder sowas. Geht ja auch nicht. Kommt ja auch nicht raus dann. Hey! Hat hier gerade jemand den Code eingegeben? Wer war das? Oh je, vielen Dank auch. Jetzt ist alles aus. Also, es gibt mal. Er wollte ja schon Hinweis geben. Man gibt gerne noch einen, ja? Oh, meine Familie. Meine arme Familie. Wieso passiert sowas immer nur mir? Das war unheimlich verantwortungslos. Ja, bin mal gespannt. Ich erkenne einfach nicht, was sie mit dem Bild meinen. Halt mal die Luft an, Kumpel. Eine Freundin von uns wurde entführt und hergebracht. Wir sind hier, um sie zu retten. Wir haben nicht vor, dir irgendwelchen Ärger zu machen. Ihr wollt jemanden retten? Bitte. Wir machen uns solche Sorgen. Diese Kinder, sogar diese kleinen Kinder. Suchen zu helfen. Und ich, was tue ich? Nun gut, ich will verraten, was wirklich vor sich geht. Ein höchst verdächtiges Trio ist hier plötzlich aufgetaucht. Sie haben dafür gesorgt, dass meine Familie vor grausigen Vögeln verschleppt wurde. Und dann haben sie gedroht, meiner Familie weh zu tun, wenn ich ihnen nicht gehorche. Ein verdächtiges Trio, Na, dann kann man sich ja gleich denken, wer dahinter steckt. Ich weiß, es ist unverschämt, darum zu bitten. Aber wäre es vielleicht möglich, meine Familie gleich mitzuretten? Wirklich? Oh, tausend Dank. Die drei Gestalten sind durch den Verbindungsgang der dritten Etage gegangen. Also dann, vielen Dank vom Voraus. Das hat er, glaube ich, auch das nicht so gezeigt. Was? Das Tor ist offen, das war aber nicht ich. Ja, ich verstehe schon. Also der Zettel ist nicht die Lösung, sondern ein Hinweis. Dann habe ich das Gefühl, wir sehen darauf Getränke plus Tisch. Und ich müsste zählen, wie viele Getränke es irgendwo gibt. Nein, Quatsch. Das da links, das hier, das sind die Figuren. Die haben doch auch so ein Ding auf dem Kopf. Wie viele Personen plus Getränke es gibt. 3, 4, 5. Oder wie viele Personen es gibt. Weiß ich jetzt nicht genau, was man die Personen zählen muss oder die Getränke mit. 5, 6, 7, 8. Oh, hier steht, hier ist ein Neunter. Das geht sich nicht aus. Oder geht es nur um die, die so ein gewisses Ding auf dem Kopf haben? 1, 2, 3. Oder alle, die gleich aussehen? Hier sind es halt vier. Vier verschiedene Personen. Dann 6, 8. Doch, es sind 8 an den Tischen. Insgesamt sind es 8 Leute an den Tischen. Doch, das werden die Leute gezählt. Die Leute, die an einem Tisch sitzen. Das ist auch gar kein Getränk die ganze Zeit hier. Also das soll kein Getränk sein. Es geht um die Leute, die am Tisch sitzen. Ja gut, okay, ich habe ehrlich gesagt das nicht als Hinweis gesehen, sondern ich dachte, es geht wirklich darum, dass man das hier auszählen soll. Wie bei der Sache davor. Lustigerweise habe ich hier auch dann falsch gelegen. Es geht bestimmt hier um die Tische, die es gibt. Dabei habe ich nicht die Tische gezählt, sondern ich habe
die Blätter gezählt. Und es war trotzdem richtig. Dabei ging's, war es nur ein Hinweis. Es gibt hier 5 Tische. Ja. Ach man, okay. Dann habe ich das völlig falsch verstanden. Ich dachte, die Bilder... Man guckt das Bild an und da ist die Lösung drauf. Und nicht, dass ich dann irgendwie noch was anderes gucken muss. Habe ich da ein bisschen falsch verstanden. Aber egal, ich lag mit einer Sache wenigstens richtig. Okay, get it. Oh, so geht's auch, ja. Mach das du. Okay, dann habe ich das ein bisschen falsch verstanden. 5 Stück. Wie heißen die Dinger? Kappstechsel. Level 15. Oh, die sind da unter. Heißt das jetzt etwa, wenn ich jetzt mit Luigi angreife, dass ich nicht alle treffen würde? Weil die da unter sind? Wir probieren es mal aus. Ist trotzdem 7. Dass es Rätsel sind. Ja, ich weiß. Aber ich sehe ein Bild und will dann irgendwas zählen. Macht das jetzt mehr Damage, weil ich noch ein bisschen gewartet hatte? Ja, es macht mehr Damage. Das hat jetzt vorhin so wenig Damage gemacht. Das war jetzt mehr. Ich muss, glaube ich, warten kurz bevor das Ding aufhört, oder? Weil wenn ich es komplett durchziehen lasse, ist, glaube ich, schlecht. Ich habe ja gesagt, ich versuche eigentlich nicht alle Gegner zu besiegen, weil wir sind eh overleveled. Ein bisschen weiterkommen hier, aber ich versuche wenigstens die Items mitzunehmen. Eigentlich geht es da links hoch. Da hoch. 6, 4, 9, 1. Okay. Kann man davon ein Foto wieder machen? Passt das auf ein Bild drauf? Ja. Perfekt. Aber die kommen aber voll schnell auf einen zugelaufen. Ich will gar nicht gegen die kämpfen. Das finde ich ein bisschen schade an dem Spiel. Ich glaube, das war in den alten Mario-Teilen auch noch nicht so drin. Finde ich aber auch schade. Dass die Gegner nicht irgendwie Angst haben, jetzt vor allem weglaufen oder so. Nachdem man ein paar Level drüber ist. Das wäre besser. Ist es nicht bei Paper Mario, gibt es glaube ich sowas. Okay, ich habe was versucht, aber es geht nicht so gut. Mit 2 Fingern irgendwie. Ziemlich. Oh! Macht 2 Schaden. Ja gut, die sind alle halt Dingens, ne? Hey! Stop it! Für was gucken? Wir machen mal Münzpresser rein. Und wir machen mal den Schwindler. Da mache ich mehr Damage, obwohl ich das nicht brauche jetzt. Wie heißt denn der jetzt? Ah, der ist weiterhin Kappstechsel. Oh, da kommt ein bisschen Geld raus, ja. Interesting. Ich will jetzt nicht meine ganzen Brüderpunkte verbrauchen hier. Ah, der Gegner ist ja auch down gegangen. Mann, kann die mal aufhören, immer so ein Ding auf den Kopf zu setzen? Ja gut, das Geld, was rauskommt, ist nicht so viel, ne? Je nach Schaden, aber das Geld, was da am Ende rauskommt, ist das, weil der Gegner besiegt wird. Wie viel Kohle haben wir denn insgesamt gekriegt? 96, ne? Du bist 3 Level unter mir. Ich will ja auch gar nicht so viele besiegen, aber das meine ich halt. Obwohl ich über deren Level bin, rennen die trotzdem auf mich zu. Hätte ich mir gewünscht, dass die, wenn man ein paar Level drüber ist, die irgendwann abhauen. Und nicht immer noch so aggressiv sind. Und ich renne vorbei. Dann fliehe ich halt. Naja, ich sag ja, ich versuche jetzt den Gegnern. Wir haben die Gegner einmal gesehen, wir wissen, wie die sind. Weiter geht's. Da ist Mario. Ja, wie gesagt, in Paper Mario war das so. Da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer ist, oder es gab auf jeden Fall, glaube ich, einen Orden. Wenn du den anlegst, kannst du Low-Levelige sofort, wenn du raufspringst, gleich besiegen musst, kommst gar nicht erst in den Kampf rein. Das wäre hier natürlich auch geil. Ohne XP dann halt, aber du kriegst dann, glaube ich, Münzen noch. Schon wieder das Ding hier. 100%ig kriegt man hier die neue Dingens-Fähigkeit.
Dann könnten wir endlich mal das Item holen auf unserer Insel. Unserem Boot, ja. Achso. Der Tango! Moment mal. Das muss man kaputt hauen. Du kannst ja gar nicht aufspringen. Okay. Räumen wir alles auf. Ordentlich abräumen. Schon wieder so ein Code. Aber diesmal rot und grün. Ah, geht's um die Zahl, die ich eben gesehen habe? Vielleicht. Kann man da hoch? Nee, ich komme da wieder zurück. Was war denn das für eine Zahl? 6? Hier, 9, 1? War das so? Probier es mal ohne gerade das Bild. Fuck. Was war es denn? Es war 6, 4, 9, 1. Oh, ich lag richtig. Okay, doch. Dann war es falsch. 6, 4, 9, 1 ist falsch. Luigi, ich wusste, ihr werdet es schaffen. Ich muss hier schnell raus. Für Überstunden werde ich gar nicht bezahlt. Wie kriegen wir das denn auf? Wir uns wirklich befreien, weil unser Chef hier weiß, wie das funktioniert. Ja, ich konnte es mir auch vorstellen. Aber es ging, war falsch. Meine verehrten Herren mit dem prächtigen Bart. Aber da man Luigi da hinpacken kann, muss es vielleicht gleichzeitig oder so passieren. Dieses Tor lässt sich nur mit einem geheimen Zahlencode öffnen. Verlustig bin ich für einen anderen Bereich des Gebäudes zuständig. Insofern ist mir der Code leider nicht bekannt. Doch ich besitze diese geheimen Dokumente. Solche werden auf Guild manchmal genutzt, um geheime Codes untereinander zu teilen. Dann finden Sie Hinweise zu allen 4 Zahlen. Bitte werfen Sie einen Blick drauf. Okay, dann sind die 4 Zahlen falsch. Das wäre die erste Zahl. Wäre jetzt zu allen 4 Zahlen? Ach so. Ach so, das muss man ausrechnen. Okay. Wieder Kamera, Dingens. Ja, verstehen, was gemeint ist. Das hier ist ein Hochzeitstor. Da sind die Hinweise für den Code ziemlich knifflig. Was soll es möglich sein, die Zahl mit diesen Hinweisen herauszubekommen? Ich würde dir ja gerne helfen, doch ich stecke hier fest. Und um die Hinweise. Hä? Ja, ja, ich hab's verstanden. Luigi, bitte gib euer Bestes. Hey, ich weiß nicht, ob euch das irgendwie hilft, aber ihr seht ihr die Kamera dort? Taucht so etwas Ähnliches nicht auch in den Hinweisen auf? Wirft doch mal die Kamera, vielleicht kriegt ihr etwas raus. Finde ich gerade wenig Hinweise. Am besten gehen sie der Reihe nach durch. Ja. Ja, habe ich, Chip. Habe ich. Es ging um die Person, um die Tische. Ich habe die Bilder total falsch gedeutet. Das war der dritte, ne? Also 10? 2 kommt am Ende raus, oder? Wobei ich weiß jetzt nicht genau, was war. Was war Plus, was war Minus? Muss ich den jetzt immer wieder anquatschen dafür? Ja, ne? Machen wir vielleicht einfach ein Bild, dass ich nicht mal quatschen muss. So. Doch, die Person stimmt auch. Die Personen sind 8 Stück. Das passt schon. Man kann sie sogar helfen lassen, habe ich gerade gesehen, dass es noch leichter ist. Ja, das wären die Tische. Und das da links ist die, sind Personen. Und das waren auch 8. Das stimmt. Also zumindest habe ich das so verstanden. Das waren 5 Tische. Es ging um die Schranktür und die Stiftbox im Kommandoraum. Ach so. Ah. Aber 8 Personen stimmten trotzdem. Habe ich mich verzählt. Deshalb das Ding von oben. Okay, dann habe ich das falsch auch falsch gedeutet. Egal. So, okay. Das dritte wäre dann... Wo haben wir es denn? Das erste Plus, das zweite Minus, das dritte Plus. Also 10, ja, minus 9 sind 1, also doch 2. 2 ist richtig. Das wäre dann, die dritte Zahl ist 2. Okay. Also ist das ja alles genau umgekehrt. Das hier ist das fürs erste. Ach, man sieht es ja auch da oben. PS5 plus PS5 gleich minus PS5 gleich plus PS5. Was? Achso, weil es aussieht wie eine PS5. Ja, okay, ein bisschen, ne?
Zwei Kameras, ein Dreieck gleich wie viel? Ja, geht's denn alles? Sind die ganzen Antworten denn hier in diesem Raum oder was? Eine Kamera? Untersuchen. Ach so. Vier? Noch mal eine vier. Aber Sie meinen ja zwei Kameras. Okay, sechs. Gut. Kameras und Felder für die letzte und für die zweite Zahl muss man. Ich weiß nicht, warum es doppelt gezeigt wird. Irgendwelche Pflanzen? Geht es um die Pflanzen an sich? Aber warum wird da zweimal was drauf gezeigt? Das Ding ist ja auch. Hier am Rand stehen ja auch noch Sachen, ne? Aber es sind keine Dreiecke. Hey! Hat die Prinzessin Peach schon gefunden? Was? Sie wurde eingesperrt? Oh nein, wir müssen sie schnell da rausholen. Gibt für jede Zahl des Geheimcodes einen Hinweiszettel? Nanu, hey Leute, haben wir hier einiges davon schon mal irgendwo gesehen? Ich glaube schon. Yep, haben wir. Dann sollten wir uns dort nochmal genauer umsehen. Ja, die eine Sache konnte jetzt aber auch nirgendwo. Denk's mal. Da ist schon eine. Da ist noch eine, noch eine, noch eine. Das sind vier. Wie eine Kamera. Ah, die zeigt da hinten noch eine an. Also fünf. Aber es ist ja genau wie auf dem Zettel. Die Töpfe ganz genau an, dann siehst du, was ich meine. Wird uns die Töpfe nochmal ansehen, angefangen beim vordersten. Ah, sag doch auch mal was. Das wird so nichts. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Hinweiszettel. Das haben wir schon. Was ist der Unterschied? Sehen doch alle identisch aus. Ach so, es geht um die. Ich verstehe schon. Ja. Die Klappe halten. Ja, bitte. Halt mal die Klappe jetzt. Kann man die angucken? Man kann die angucken. Es geht um den Topf. Kleiner als 6. Und größer als 4. Also 5. Okay. Das heißt, die Nummer Dingens ist 5. Also haben wir da 2. Das haben wir auch schon. Dann ist das hier 5. Was ist das letzte? Ich weiß gar nicht, welche Kamera gemeint ist damit. Oder ich habe jetzt natürlich die falschen. Den Zettel falsch gesehen. Natürlich auch. Ja, der Hinweiszettel würde vielleicht auf die Isar-Etage verweisen. Den haben wir schon. Müsste wenn dann der letzte sein. Oh, wo ist hier eine Kamera? Nichts gefunden. Wieso geht es ja um Dinge, die wir normalerweise nicht sehen können? Hä? Was meint er denn jetzt? Was ist denn das für ein Spinner? Oh, hier. Ach so, verstehe. Mal gucken, ob ich richtig liege. Das Gefühl, beim Blumentopfen liege ich nicht richtig. 9, okay. Puh. Ich habe das Gefühl, ich mache da einen Fehler, aber egal. Das gehört dazu. Aber interessant mit den Rätseln. Wobei, nee, die eine stand weiter weg. Das müsste sogar gar nicht falsch sein, unbedingt.
Muss ich nur mal gucken. Hier war denn was? Das hier wäre jetzt die 5 gewesen, das andere... Scheiße, war das jetzt 9? Nein, jetzt muss ein Luigi sein. Jetzt 9 bin ich nicht bescheuert. Oder 7. Doch, war richtig. Okay. Mario Luigi, ich danke euch beiden. Was sehe ich da? Ich habe das Tor ja gar nicht zugemacht. Schock, schwere Not. Die Wachen. Wir müssen uns verstecken. So, ein Glück, dass wir das mal bemerkt haben. Sonst hätten wir uns wieder was anhören können. So, dann wollen wir mal. Hier ist ja der Anschalter. Super. So machst du das. Das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, wir wären endlich frei. Es muss doch irgendeinen Weg hier rausgeben. Ja gut, jetzt können wir da hinten hin, ne? Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Und da ist rechts ein roter Knopf. Da kann man auch noch lang. Da kann man auch noch lang. Da kann man hoch. Dann kann man hier links noch Münzen sammeln. Oder auch nicht. Und runtergefallen. Ich will nicht den roten Knopf gerade drücken. Ich will erstmal wissen, was hier so ist. Ja, links hoch hier. Das war's? Ne, es geht noch höher. Dann hier, ja, Geld! Money! Aber man muss ja auch sagen, wir haben ja schon... Wir haben ja schon ein bisschen Money mittlerweile. RuneJack, moin! Wahrscheinlich... Oh, schon voll falsch ausgesprochen. Danke fürs GG. Ist richtig cool, Amigo. Da muss ich einfach nur drauf drücken. Nee, das ist gar nichts. Oh, ich dachte, die ganze Zeit der Knopf wäre was. Hier ist wirklich nichts. So, sah so special aus.